Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist wirklich in der Tat ein sehr ungewöhnlicher Meinungsbildungsprozess im Wirtschaftsausschuss gewesen. Das kann ich lediglich so bestätigen. Ich konzentriere mich für die Bündnisgrünen auf zwei Schwerpunkte im Wohnungsbereich. Zum einen, wir hatten 3,5 Millionen Euro zur Auflegung eines Förderprogramms für den Bau von studentischen Wohnheimplätzen beantragt. Damit soll eine entsprechende angemessene Versorgung an Hochschulstandorten des Landes mit Wohnheimplätzen gesichert werden. Die Schaffung von 500 Wohnheimplätzen mit einem Zuschuss von jeweils maximal 14.000 Euro pro Wohnheimplatz wären damit möglich. Die höchsten Bedarfe, meine Damen und Herren, das wissen Sie, bestehen in Greifswald, während hier die Zahl der Studenten seit 2006 um 17% gestiegen ist, stagniert dort die Zahl der Wohnheimplätze. Die Finanzierung erfolgt durch eine Reduzierung der Zuführung an das Sondervermögen. Das ist also typisch für uns Bündnisgrüne, wie wir das finanzieren wollen, aus dem Sondervermögen Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern. Das zweite Beispiel, was hier schon gefallen ist, Thema Schaffung und Modernisierung von altengerechten Wohnraums in Mecklenburg-Vorpommern. Beantragen wir hier nochmals weitere 6,5 Millionen Euro, die als wohlgemerkt, Herr Waldmüller, als Zuschuss auszuzahlen sind. Das haben wir auch als Antrag im Wirtschaftsausschuss bereits vorgelegt und das wissen Sie sehr wohl und aufgrund dessen ist das dann in die Lobstellung gegangen. Also das ist schon sehr ungewöhnlich, was Sie hier jetzt von sich geben. Die Finanzierung erfolgt, dass Sie können das gerne nachlesen und auch zeitlich noch mal nachvollziehen. Und das kann auch jeder aus dem Wirtschaftsausschuss gut nachvollziehen. Die Finanzierung erfolgt durch eine Reduzierung der Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern. Nach der Lobstellung legte die Regierungskoalition erstaunlicherweise ebenfalls ein Zuschussprogramm statt eines Darlehensprogramms für barrierefreies Wohnen in Höhe von 5 Millionen Euro jeweils für 2014, 2015 vor. Herr Albrecht, Sie hatten es vorhin auch schon gesagt, aber wir bedauern in diesem Zusammenhang, dass sich im Antrag der Regierungskoalition das Darlehensprogramm um die gleiche Summe reduziert. Frau Lück hat es eben auch schon mal gesagt. Es bleibt insgesamt an der Stelle ein Nullsummenspiel. In der Entscheidung, dass Sie sich hier für ein Zuschussprogramm durchgerungen haben, das freut uns natürlich. Und wir sehen uns hier in unserem politischen Ansehen bestärkt. Aber ich finde es sehr, sehr ungewöhnlich, Herr Waldmüller, dass Sie sich an dieser Stelle mit bündnisgrünen Ideen brüsten. Auf der anderen Seite freut es mich natürlich außerordentlich, dass Sie das hier aufgegriffen haben. Vielen Dank.